Ja, anscheinend gibt es wieder Beef auf YouTube Deutschland. Lasst uns mal drüber sprechen, was zwischen Kein Konzept und Tom Supreme vorgefallen ist, weil leider ist das oft Alltag für Leute, die halt Sachen anbieten. Sei es jetzt in dem Fall Cutter, seien es halt auch alle anderen Arten von Artists, die halt verschiedene Sachen anbieten. All das ist halt, wie gesagt, leider nicht allzu selten passiert. Auch mir sind solche oder so ähnliche Sachen passiert. Und ich dachte mir, da das jetzt alles mal ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit ist, lass uns mal drüber reden, um einfach ein bisschen aufzuklären. Ich beziehe mich halt hier mehr auf die Künstlerseite, die halt Sachen anbieten. Ich habe jetzt viele Videos gesehen, die aus YouTuber-Seite sind, die halt Sachen in Auftrag gegeben haben. Auch hier war halt der Content, ja, bezahl deine Leute. Und ja, das sollte man auch generell tun. Wenn man was haben will, muss man dafür zahlen. Sei es jetzt halt Dienstleistungen wie jetzt halt Cutten oder halt Erstellen von oder auch das Erstellen von Bildern. Man bezahlt seine Leute für die Arbeit, die sie tun. Ihr geht ja auch nicht in den Einkaufsladen und nimmt einfach was mit und sagt, ja, ich will das aber erstmal probieren und ich bezahle dann beim nächsten Mal. Das macht kein Mensch. Ich finde es schade, dass halt viele, viele Leute, die halt Sachen anbieten, halt damit leben sollen, dass halt, ja, es ist deine Schuld, wenn du halt nicht dafür bezahlt wirst, dass du nicht dafür Sorge trägst, dass dein Gegenüber, der dir einen Auftrag gibt, dich bezahlt. Wie gesagt, und ich wollte einfach mal drüber reden. Aber was jetzt eigentlich passiert für die paar Leute, die es geschafft haben, auf dieses Video zu klicken von mir, ohne halt vorher mit dem Beef in Berührung zu kommen? Mal eine kurze Zusammenfassung, was jetzt passiert ist, bevor wir uns im Detail mal ein bisschen drüber eingehen, wie man das eventuell als Künstler aus sich halt verhindern kann, weil, wie gesagt, ich habe selbst genügend Aufträge gemacht und ich habe mir halt ein paar Regeln gesetzt, dass halt mir erstmal sowas nicht bekommt. Weil, wie gesagt, mir sind halt selbst solche Sachen passiert. Ich habe aus meinen Fehlern gelernt und vielleicht kann ich euch ja helfen, ja, dass ihr halt da nicht so drauf reinfallt. Aber jetzt erstmal zum Anfang. Was jetzt eigentlich passiert? Also, die Geschichte hat damit angefangen, dass halt kein Konzept gefeedet hat, ob es denn okay sei, für einen größeren YouTuber was zu schneiden, ohne dazu vergütet zu werden. Generell hat der gute Mann hier recht. Egal, ob das jetzt ein großer YouTuber, ein kleiner YouTuber oder sonst wer ist. Wenn man was für haben möchte, muss man dafür bezahlen. Weil Leute arbeiten dafür, die setzen sich ja nicht hin aus Lust und Laune, weil sie nichts Besseres zu tun haben und machen irgendwas für dich. In der Zeit, in dem sie halt in dem Fall jetzt das Video geschnitten haben, in dem Fall waren es 8 Stunden, was halt schon eine gute Zeit ist. In diesen 8 Stunden hätte kein Konzept halt selber irgendwas machen können, was er halt für sich halt selber machen können. Er könnte auch feiern gehen, er könnte halt für sich ein Video schneiden, er könnte halt in den 8 Stunden jede Menge machen. Die hat er halt damit vergeudet, für Tom Supreme ein Video zu schneiden, ohne dann vergütet zu werden. Das hat sich dann halt nach und nach auch sehr stark hochgestachelt. Der eine hat dem anderen den schwarzen Peter zugeschrieben und nach wurden halt verschiedene Nachrichten veröffentlicht, in dem sich halt für uns erstmal ein größeres Bild gibt, was jetzt eigentlich passiert ist. Lass uns einfach mal kurz den Dialog durchgehen und danach besprechen wir, wie man sich als Künstler absichern kann, dass halt auch wirklich der Gegenüber versteht, du musst bezahlen, das ist was, eine Dienstleistung, die ist halt nicht umsonst, was man halt leider als Künstler viel machen muss, weil wirklich viele Leute annehmen, ja, das mache ich halt alles umsonst. Es ist nicht unbedingt ein Problem von großen YouTubern oder teilweise auch von Konzernen, sondern auch kleine YouTuber oder Instagrammer haben das Problem, dass sie einfach für Sachen nicht bezahlen müssen, weil sie, keine Ahnung, es nicht einsehen, dass man halt ja, für Dienstleistung Geld bezahlt. Ich weiß nicht, warum das kommt, weil es ja für viele einfach selbstverständlich ist. Man bezahlt einen Maler, man bezahlt einen Lackierer, man bezahlt im Einkauf, aber man bezahlt halt keine Leute, die halt für einen Dienstleistungen geben, wie jetzt Cutter, die Videos schneiden oder halt Artists, die halt Logos erstellen oder Banner erstellen oder Thumbnails erstellen, die muss man irgendwie nicht bezahlen, aus magischen Gründen. Ja, okay. Lass uns erst mal kurz durchgehen. Wie gesagt, ich blende es ein, ich werde es grob zusammenfassen. Ja, im Groben ist halt einfach Folgendes passiert. Tom Supreme ist hingegangen, so kein Konzept, hat gesagt, hier, ich habe ein Video, willst du das schneiden? Ich würde das gerne Sonntag hochladen. Genko hat gesagt, ja, kann er machen, hat halt Details nachgefragt und danach gab es jetzt erst noch keine für sich ersichtliche Abmachung, wie es aussieht, wegen Probevideo, was halt oft das jetzt von Tom Supreme gesagt würde oder halt auch Vergütung sonstige. Es geht nämlich erst dann wirklich direkt weiter von, das Video ist fertig geschnitten, es wurde hochgeladen oder wurde ihm geschickt. Und danach wurde erst nach der Rechnung gefragt und Tom war dann doch sehr verwundert anscheinend und hat gesagt, ja, wie bezahlen? Ich dachte Probe und nebenbei er lädt das Video nicht hoch und es ist ja auch nicht das Problem von keinem Konzept. Und man könne doch Preise dann nachbesprechen für spätere Projekte und es wurde für uns jetzt erstmal nicht erklärt. Danach hat Tom Supreme auch ein Live-Video gestartet, also ein Livestream gestartet und auch dort gab es jetzt ersichtlich erstmal keine Klärung. Ich hoffe, die haben beide das privat geklärt. Aber für uns öffentlich ist jetzt erstmal keine Klärung vorhanden. Also ich habe jetzt nichts gefunden, ob das jetzt öffentlich geklärt worden ist. Wie gesagt, ich hoffe, die haben das für sich privat geklärt.
Ja, und kommen jetzt einfach zu dem, wie man sich als Künstler einfach absichern kann, weil das hier wirklich so ein Bilderbuchbeispiel ist, was halt alles schief gehen kann und halt auch was halt teilweise als Beispiel genommen wird für halt Leute, die halt Freiberufler sind und die halt dann mit solchen Sachen kämpfen müssen. Zum einen ist halt diese Sache mit diesem Probevideo ist halt komplett unüblich. Sowohl als Cutter als auch als Artist macht man solche Probearbeiten eigentlich nicht unbezahlt. Es gibt Probearbeiten, ja, die werden bezahlt, aber weniger. Alle Leute, die sagen, okay, Probearbeit, du machst irgendwas kostenlos für mich, die verarschen einen. Es ist so oft, dass auch gerade, wenn es jetzt eher um Firmen geht, dass sagt er, okay, ich mache einen Auftrag für dich, wir machen einen Probeauftrag, der kostet uns nichts und wenn du das gut machst, dann stellen wir dich ein. Das ist sowas von unüblich, gerade was halt im Designbereich angeht. Das ist halt leider eine Praxis, die viele Betriebe machen, auch gerade viele kleinere Unternehmen, die sagen, okay, du machst das jetzt für uns umsonst und wenn du das gut machst, stellen wir dich ein und dann wirst du nie wieder was von ihnen hören. Das ist halt eine Sache, die man halt sich im Klaren sein muss, dass man halt, sobald es heißt, du machst was für uns umsonst und du wirst nicht bezahlt oder irgendwie andersweitig vergütet, ist meistens immer eine Verarsche. Und auch dieses Jahr danach können wir ja aushandeln. Nee, du wirst nie wieder was von denen hören. Nie wieder. Die kriegen umsonst irgendeine Arbeit von dir und du hast halt Pech gehabt und kriegst halt gar nichts. Du hörst auch, wie gesagt, nichts von denen. Es ist halt wirklich eine übliche Masche, gerade in kleineren Firmen. Ja, diese Probearbeiten sind halt wirklich meist einfach nur Ausreden dafür, dass man halt nicht zahlen möchte. Wie gesagt, normalerweise hat man als Künstler eh ein Portfolio, das man halt vorstellen kann, sei es jetzt eine komplette Homepage, die man für sich erstellt hat, oder sei es halt verschiedene Social Media, für Cutter jetzt zum Beispiel YouTube, für andere Artists, keine Ahnung, Instagram, DeviantArt, auch YouTube und was weiß ich, wo man halt alles seinen Stuff hochladen kann, dass man halt einfach was hat, das ist meine Arbeit, das habe ich schon getan und du siehst ja, was ich tun kann. Und dazu braucht man halt diese Art von Probevideos nicht. Man kann sich auf ein Probevideo meiner Meinung nach einigen, indem man sagt, okay, ich mache das vielleicht ein bisschen weniger, aber nicht umsonst und danach halt vielleicht was aufbauen könnte. Wie gesagt, normalerweise für nichts würde ich halt einfach sagen, nee, der verarscht dich einfach nur. Der ist einfach nur, der will nicht zahlen, der sieht es nicht ein, hat da keinen Bock drauf. Meistens halt wirklich verarsche. Oder ist halt einfach in dem Fall eher mehr so Ausrede, sagt, ja, ich will jetzt eigentlich, wie sieht's aus mit Rechnung? Und sagt, ja, scheiße, habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ich dachte, das ist Probevideo, mehr so eine Notausrede, weil man halt einfach nicht damit gerechnet hat, dass man halt tatsächlich dafür bezahlen muss, aus welchen Gründen auch immer. Weil ich hatte es auch schon öfters, dass ich einfach von Freunden verarscht wurde, sagt, ja, wir sind ja Freunde, für mich kannst du das ja machen. Du hast das für den anderen ja auch gemacht. Kannst ja mal für mich auch was tun. Solche Sachen hatte ich halt auch schon wirklich so oft. Das Erste, was mir halt im Dialog, wie mir in Sehen aufgefallen ist, dass man halt zwischen ich habe Zeit und kann das machen und das Video ist fertig, dass da halt einfach die Verhandlung fehlt, dass man sagt, okay, das kostet mich die und die Zeit, das zu tun, also kostet dich das und das für Geld, dass man einfach einen Kostenvoranschlag macht. Das fehlt hier komplett. Ich weiß nicht, ob er einfach nicht veröffentlicht wurde, aber ich nehme an, er ist einfach nie gemacht wurde, weil halt kein Konzept darüber überrascht war, dass das jetzt ein Probevideo sein soll. Das hätte man wahrscheinlich öffentlich gemacht, wenn man das hätte. Das sollte man auch unbedingt vorher klären, bevor man sich dran setzt, sollte man klären, okay, damit du Bescheid weißt, das kostet dich das und das Geld, wenn ich das und das für dich tue. Meistens gehe ich persönlich noch einen Schritt weiter, selbst dann wurde ich nämlich verarscht, dass ich halt teilweise gesagt habe, okay, ich mache das für den und den Preis und mache das dann auch und gehe dann halt, nachdem es fertig ist, zur Person, die das bestellt hat, die mir dann sagt, ja, nee, brauche ich nicht mehr. Dann habe ich ja halt trotzdem umsonst gearbeitet, dass ich halt sage, okay, gerade bei aufwendigen Sachen, dass ich halt die Hälfte im Voraus bezahlt bekomme und dann den Rest kriege ich später. Was ich auch niemals machen werde, was jetzt anscheinend kein Konzept gemacht hat, das kann ich nicht genau sehen, weil man kann den Link ja nicht drücken, was das jetzt für ein Link genau ist. Aber ich nehme an, er hat das Video halt schon so, wie es ist, halt ihm gegeben. Das würde ich auch eine Sache, die würde ich nie tun. Ich würde keine Sache weitergeben, wenn ich nicht das Geld habe. Was man machen kann, was jetzt halt mehr in Richtung Zeichnungen oder halt 3D-Modellen gibt, dass man halt das Bild in einer kleineren Auflösung mit Wasserzeichen weitergibt, um einfach zu bestätigen, ja, ist das, was du haben möchtest, von den Farben her und so weiter. Dass es halt das Gewünschte ist und das fertige Bild, das Originalbild in der kompletten Auflösung würde ich niemals verschicken, wenn ich nicht das Geld habe. Ist halt einfach nur, um sicher zu gehen, weil wenn der Gegenüber die Sache ja schon hat, wieso sollte er bezahlen? Nur um auf Nummer sicher zu gehen. Das ist so eine Sache, die ich halt für mich entschieden habe. Wie gesagt, ich wurde halt auch des Öfteren verarscht. Vielleicht mache ich da mal ein getrenntes Video, wie mich halt verschiedene Kunden und auch Freunde veräpfelt haben, wie es halt darum geht, Aufträge zu bekommen. Oder halt Aufträge von mir zu bekommen. Was mir auch so richtig sauer aufgestoßen ist, ist die Aussage von Tom Supreme von wegen, ja, ich lade das Video eh nicht hoch. Als wäre das ja irgendwie die Masterlösung. Ich sage es ja, ich lade es eh nicht hoch, ist jetzt nicht so schlimm. Ja, die Arbeit ist ja trotzdem getan. Das ist ja auch nicht der Schuld von kein Konzept, dass das Video nicht hochgeladen wurde.
Versteht mir jetzt nicht falsch, das wäre was anderes, wenn gesagt wird, okay, du hast das Video nicht meinen Wünschen geschnitten, die Arbeit, die ist nicht so gut, das will ich nicht hochladen, weil Qualität schlecht. Das wäre ein Problem von kein Konzept, dass er es falsch gemacht hat, dass er nicht den Ansprechen, nicht den Ansprechen genügend gearbeitet hat. Aber zu sagen, ja, ich lade das Video eh nicht hoch aus Gründen, die ich nicht nenne, weil keine Ahnung, weil Wetter schlecht ist oder so, ist halt nicht das Problem von kein Konzept, das ist das Problem von Tom Supim und er muss trotzdem für die Arbeit bezahlen, auch wenn er sie nicht nutzt. Ich habe das auch öfters gehabt, dass ich halt Sachen gemacht habe. Es ging jetzt mehr um Thumbnails und auf Banner. Da hieß es, ja, mach das. Wie ich dann fertig war, ja, nee, brauche ich nicht mehr. Ich habe jetzt was anderes. Oder ich lade das Video nicht hoch. Ach ja, schön. Das ist nicht mein Problem. Ich habe trotzdem jetzt an dem Video gesessen oder ich habe jetzt trotzdem an dem Thumbnail gesessen, habe dafür gearbeitet und ich möchte dafür entlohnt werden. Was du damit machst, das ist dein Problem. Wenn du das Video nicht hochlädst, ist das dein Problem. Wenn du zwei Leute für das gleiche Thumbnail beauftragt hast, ist das dein Problem. Und ich meine es. Ich möchte für die Arbeit, die ich gemacht habe, bezahlt werden. Was du mit dem Produkt da machst, ist deine Geschichte. Das ist halt auch eine Sache, die mir sehr, sehr sauer aufgestoßen hat, weil mir es auch öfters passiert ist, gerade halt, wie ich für Leute Thumbnails gemacht habe, die gesagt haben, ja, nee, ich habe jetzt doch ein anderes, ich brauche es nicht mehr. Ich sage, ja, toll, aber ich kriege trotzdem das Geld. Auch für verschiedene Sachen habe ich halt gesagt bekommen, ja, ich brauche es ja nicht mal, so muss ich nicht bezahlen. Ja, super, danke dafür. Ich habe ja trotzdem für gearbeitet, dementsprechend bezahlst du mich. So einfach ist das. Was du damit machst, ist deine Sache. Ist halt so eine Sache, die ärgert mich auch so richtig. Einmal dieses, ja, war ja nur Probe und einmal, ja, ich lade sie ja eh nicht hoch, ist ja nicht das Problem jetzt mehr. Es ist jetzt aus der Welt, weil ist ja nicht hochgeladen, ist ja jetzt kein Problem mehr. Das ist so ein Punkt, die mich halt richtig geärgert hat, weil es halt auch mir selbst passiert ist und es sind auch Sachen, die einfach mit dem Cutter oder dem Künstler einfach nichts zu tun haben, was halt der Konsument oder der Kunde da mitmacht. Das ist ja dann, ja, ärgerlich halt. Ja. So, das war jetzt erstmal alles, was ich zu dem Thema sagen wollte. Das ist halt ein Thema, was mich halt wütend macht, weil es halt auch leider Alltag für mich und für viele andere Künstler ist und auch Cutter, wobei Cutter sind ja auch Künstler, dass das halt einfach hingenommen wird, ja, ich will was haben, ich will dafür nicht bezahlen und du machst das ja innerhalb von so und so viel Zeit, ich kann das ja nicht und keine Ahnung und Gründe und weshalb und ich brauche dich ja nicht bezahlen, weil Gründe. Das regt mich so ein bisschen auf. Vielleicht, ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass halt vielleicht einfach dadurch, dass ein bisschen jetzt mehr in die Öffentlichkeit kommt, durch diesen Beef so ein bisschen angestachelt, dass halt einfach ein Bewusstsein dafür geschaffen wird, auch ein bisschen mehr Bewusstsein dafür geschaffen wird. Ja, du willst das haben, bezahl dafür. Vielleicht wird es ja ein bisschen besser. Ich glaube zwar eher weniger dran, aber Hoffnung stirbt zuletzt. Vielleicht habe ich auch den einen oder anderen geholfen, der Aufträge macht, das einfach für sich ein bisschen sicherer zu machen. Oder auch dem einen oder anderen, der halt einfach darüber überlegt, Aufträge anzunehmen, dass man so ein bisschen eine grobe Richtung hat, worauf man achten muss, dass man halt nicht über den Tisch gezogen wird, weil das halt leider doch sehr oft passiert. Leider mehr als die Hälfte der Aufträge, die ich bekomme, sind halt solche Aufträge. Ja, ich bezahle dich mit Exposure, dass ich dich irgendwo verlinke. Oder ja, wir machen Probesachen und das nächste wird bezahlt. Oder halt einfach, keine Ahnung, du bist zu teuer, ich will das für 5 Euro haben, weil Gründe. Weil du kannst das ja schneller, wie ich. Ich brauche da lange. Oder ich kann das nicht. Das dauert ja bei dir nicht so lange. Und solche Geschichten. Oder das ist ja alles nicht aufwendig, ich kann es ja mal machen. Das habe ich so oft. So, das war's jetzt. Für dieses Video. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst doch mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo da, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns vielleicht im nächsten Video. Mal gucken, was das wird.